Again, I am ready to leave the shore and wave my goodbye to the core of my friends. This weaving of dreams held and kept in my heart is set for miles to come and boiling. It is all waiting for the getting let out and set free. The small bag on my vital back like a pendulum. Those left behind shout, see you, and you, and you. I might, but first the adventure. The eerie and ancient thought of freely imposed patterns. Those were imposed on me by my own motion. An idea that I only live when I move. A mixture of exhaustion and eruption. Of gentle vagrancy and respectful behavior towards that life in which you play a main role. At least in this part of the plot. Again you breathe in, and your head is full of intolerable extensions of your oncoming gigs and gags. Thank you.
Okay, wir kommen jetzt zu einem Stück. Da werden Sie gleich einen Text hören. Diesen Text hat ein junger Autor geschrieben, der zurzeit noch in Köln wohnt. Er heißt Julius Greve. Er hat mir diesen Text freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und dieses Gedicht, das er geschrieben hat, trägt den Titel Traveling Days. Genauso heißt jetzt auch dieses Stück. Und als Erzählerin, als vortragende Person, werden Sie gleich hören Anna Weber. Viel Spaß.